In den letzten Tagen habe ich praktisch nichts anderes gemacht, als an der Map Swift gebaut. Das ist meine erste funktionierende Ricochet-Map, spielt sich allerdings nicht mit den regulären Settings, sondern ich habe eigene Settings erstellt. Die Sprunghöhe ist um 50% erhöht, gleiches gilt auch für die Bewegungsgeschwindigkeit. Die Gravitation bleibt natürlich bei den üblichen 100%, denn wenn ich die höher stellen würde, dann müsste ich auch die Sprunghöhe höher stellen. Und das würde sich dann gegenseitig ständig neutralisieren und das hätte überhaupt keinen Sinn. Und daher bleibt diese bei den 100%. Soviel erstmal zu den physikalischen Bewegungseigenschaften. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, und zwar zu den Jumps. Diese sind besonders wichtig, da es nur gewisse Laufwege gibt auf die einzelnen Plattformen. Das soll die taktische Tiefe und den Spielfluss fördern und die Symmetrie sorgt dafür, dass der Ebenenwechsel auf jeder Seite recht übersichtlich abläuft. An dieser Stelle seht ihr ja die Abbildung, wo dann die einzelnen Laufwege nochmal veranschaulicht sind und die Anfangs- und Respawn-Punkte nochmal zu sehen sind. Bei den Plattformen gibt es allerdings eine Sonderregelung. Die kleine Plattform unmittelbar vor dem Tor ist mit einer 10-sekündigen Todeszone behaftet. Also wenn ihr den Ball abfangen wollt, beeilt euch besser. Mit dem standardgemäß ausgerüsteten Jetpack habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, eventuelle Fehltritte bezüglich des Ebenenwechsels nochmal auszugleichen oder beispielsweise einen heranfliegenden Ball abzufangen. Und wo wir gerade schon beim Thema Ausrüstung sind, jeder Spieler hat am Anfang die Wahl oder während des Respawns die Wahl zwischen zwei Klassen, und zwar standardgemäß der Gravihammer und entweder das Partikelschwert oder das Erschütterungsgewehr als Zweitwaffe. Letzteres ist äußerst praktisch, um den Ball wegzuschießen oder ein vermeintliches Tor zu verhindern. Logischerweise hat diese Klasse natürlich das Unterstützungsupgrade Geschicklichkeit, um schneller nachladen zu können. Das Unterstützungsupgrade Mobilität für unendliches Sprinten haben natürlich beide Klassen. Und jetzt kommen wir zum Punktesystem und zu den Respawn-Eigenschaften. Diese habe ich dann nochmal anhand einer Tabelle nochmal kurz veranschaulicht. Die seht ihr jetzt auf der linken Seite. Jetzt sollte das Spielprinzip eigentlich klar sein und der eine oder andere wird wahrscheinlich auch meine Inspiration zu dem Spielmodus erahnt haben. Die Rede ist natürlich von Hashtag iDub oder auch It Draws a Red Box. Das war praktisch die Vorlage der Adaption. Dieses Spiel hat mir in den letzten Wochen so gut gefallen, dass ich es unbedingt auf Halo übertragen wollte und da fiel mir dann spontan Ricochet ein. Und ich meine, das müsste diese und Anfang nächster Woche noch kostenlos sein. Das war es soweit von mir und ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick in den Spielmodus Rebound und die Map Swift gut gefallen. Diese könnt ihr natürlich auch runterladen über meinen Fileshare Phantom 1400. Das Ganze steht in der Videobeschreibung. Und ich würde mich über Verbesserungsvorschläge sowie weitere Anregungen für Map-Varianten dieses Game-Modes natürlich sehr freuen. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und das war's dann im Prinzip. Jetzt folgt noch ein kleiner Zusammenschnitt der besten Highlights der letzten Spiele dieses Game-Modes. Macht's gut!